Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Laufwiese Marsch. Wir fahren aktuell einen Kurs ein mit Gülle, mit der Gärreste für Verdrängung auf Feld Nummer 14, der Führungskurs. Und sobald die mit Gras aussehen fertig sind, starten wir mit dem Düngen mit Gärreste. Das Vordüngen hat in dem Sinne nichts gebracht, weil mit den Sämaschinen das Düngen erkennt er als zweites Mal nicht an. Also heißt das jetzt für mich, versucht mit Gärreste. Gärreste geht eigentlich, weil es eine andere Sorte ist. Schon sind wir da. Die anderen beiden sind fast durch. Dann werden wir hier ein bisschen warten. Mit dem Beginn hier. So. Stopp. Speichern noch. Übe. Führung. Punkt. Feld 14. Gärreste. So, das ist richtig geschrieben. Das kann man löschen. Ja, die machen gute Arbeit. Aber jetzt müsste eigentlich den zweiten Mal beginnen. Macht er auch. Aber der braucht länger zum Wenden, ne? Gut, da werden wir das nächste Mal. Ja, noch einen Fendt haben wir nicht. Müssen wir so eine Flotte anschaffen, die Fahrzeuge gleich sind. Die gleich stark sind, dann könnte man auch sagen, okay. 18 km/h, aber wahrscheinlich ist das ja in der Beschleunigung entsprechend anders. Oder andere Wendereigenschaften, weiß ich nicht genau. Weil ich muss mit Gärreste auch zwei Vorgewände machen, das heißt, die müssen immer fertig sein. Denn sonst fahren die sie überlaufen. So, der braucht noch 4-5 Minuten, wenn er stimmt. So. Haben noch einen Faktor frei. Wir haben 1, 2, 3 im Beschlag. Wir müssen. Ach, Anne, wir werden mal das Wiese-Main vorbereiten. Und zwar mit dem Traktor hier. Kann ich nämlich das passt? Dann fahren wir den mal zum Hof. Oder das nicht der Hof? Dann ist ein Stück Wiese und Nachbarbauer. Hat wir noch nicht gemäht, der Bruder. Muss er nicht abkönnen, ne? Aber wir werden die Silageballen bald brauchen. Ich weiß auch noch nicht genau, wann und wie jetzt nachher das Gras einmal wächst. Ups. Aber ich fahre mal in eine Garage rein. Brauchen wir irgendwann sowieso wieder. Und da überlege ich, naja. Wir können ja theoretisch trotzdem entsprechen. Ah, sag schon. Mit Schwarz machen.
Das sind knapp 10 Meter. Laut Beschreibung. Das heißt, Mehrwert 3,5% Schaden. Der nächste auch. Ah, geht noch. Haben wir keinen Schaden. So, zur nächsten Wiese. 12. Möchte mich ganz gerne. Ja, können wir eine Geschwindigkeit erhöhen? Eigentlich ja, gehen wir auf 5. Aber jetzt biegen wir gleich rechts ab, um dann nicht wieder Umweg zu fahren. Da haben wir nicht nachgearbeitet in Ecken, wo Gras drin ist. Macht nichts, nichts zu ändern. So, haben wir gleich noch 12 vorbereitet. Aber ich stelle noch nichts ein. Wir müssen noch bitte warten, bis das überhaupt was wächst. Beziehungsweise noch eine Stufe nachwächst. Zumindest eine. Weiß ich gar nicht, ob das hier noch gleich kommt oder nicht kommt, das weiß ich nicht. Ist ja gerade mal heute früh gewachsen, mehr oder weniger. So. Aber noch einen freien Traktor. Der ist gleich fertig. Dann werden wir nacharbeiten durchführen. Zwei Ecken und Kanten. Aber das klappte ganz gut. Jetzt fährt er am Ausgangspunkt zurück, das passt. Ja, Fliegmaß, das passt. Beziehungsweise passt nicht. Weil die wollen ja was nachmachen, ne? Nacharbeiten. Und das muss er wieder aufklappen. So. Maus. Achso, das ist ein anderes Fahrzeug. Ich wollte sagen, guck mir jetzt entgegen. Was der mit der Gärreste. Das Wasser gehen. Mit Dünger angereichert. Ja, das ist Folge Nummer 3, 2 heute. Mal schauen, wie es sich ausgeht, überhaupt mit der Wachstumszeiten für Gras, ob wir das Jahr noch mal ernten können. Oder wie am zweiten Tag im Frühjahr. Warum nicht warten, bis es reif wird, mehr reif wird? Das wird nichts. Das wird sowieso nichts. Also zweiten Tag im Mittelkern und dann knallen wir die Wiesen runter. Und dann können wir noch am zweiten Tag gleich beginnen mit der Aussaat der nächsten vorgesehenen Frucht. Bremse. Rückwärts. So, ganz Ecken müssen ja nicht gemacht werden, aber hier in der Mitte, das möchte schon sein, dass es zu 90% oder 99,9% top ist. Die nächste Ecke noch. Aber hier werden wir wahrscheinlich mal die Felder zusammenlegen. Also wahrscheinlich. Ob ich das im Frühjahr mache, mal sehen. Aber irgendwann müssen wir das tun. Oder Wahrscheinlichkeit, wir machen es nicht. Weil dann könnte man auch den Plan machen können, ist gut, für die Vielfachmap,
Da haben wir eh genug große Felder. Und dann kann man das einsparen. In Anführungszeichen. So, jetzt haben wir den schon mal hier und den werden wir gleich mal. Ja. Bereitschaft, sag ich mal ganz vorsichtig. Hier müssen wir nicht mehr runter, das ist der andere hier. So, Verband. Fertig. Ist im Grunde ganz einfach. Fragen. Wer möchte, kann noch mal kurz nachfragen, Kommentare. Vielleicht kriegen wir hin, dass man besser zeigen kann. So. Wie gesagt, auf achten links und rechts, dass das einigermaßen passt. Dass die sich nicht Verband einstellen. Dann geht das. Jetzt müssen wir aufpassen, beim nächsten Mal, wenn die Fahrzeuge wieder woanders arbeiten müssen. Alleine, dass sie entsprechend wieder die Verbandzahl links, rechts auf 0 gemacht wird. Sonst fahren die von der eigentlichen Bahn weiter anders Prinzip. So. Jetzt beginnen wir hier mit der Düngemodus Gärreste. Das heißt Kursgenerierung. Feld Nummer 14. Rundherum, wo ich zwei Bahnen nehme. Ja, das müsste reichen. Weil ich sage, wenn die Ecken mal nicht gedüngt sind, das ist vollkommen in Ordnung. Das ist nicht tragisch. So, jetzt hängen wir noch einen Kurs an, was wir gerade vorhin eingefahren haben. Und zwar unter Überführung. Führung, Hochsilo, ne. Feld 12, hier haben wir Gärreste Nord machen können. Na gut, das würde ich mal so noch sagen, kriegen wir noch hin. So. Ersten Punkt. Jetzt muss ich überlegen, ne, die Fahrzeuge stehen nicht im Weg. Aber wir können mal sicherheitshalber ein bisschen davor fahren. Na, Fuzzi, geht klar. Hast die Krähen eingesaut, ne? Und jetzt sieht man hier schön Textur, ne? Gedüngt, 66%. Jetzt können wir ja normal Düngersteuer beigehen. Der noch im Hof steht und nachdüngen und ist fertig. Was steht hier drauf? Ich habe einen neuen Update gekriegt. So, Brachland, Wachstum, Gerste, Landfläche 10, Feldfläche 971. Aber das sollte mir jetzt auch anzeigen, wie viel man ernten könnte, ungefähr. So, gut, der arbeitet. So, haben wir noch einen Traktor? Weizen, den müssen wir noch leer machen, Junge. Sonst wird das Probleme geben. Wegen 2%. Wollen wir Gerste loslegen? Ja. Kannst nicht beladen, wenn du Fächer hast, ohne der Weizen wäre weg. Gut, bei 2000 wäre nicht ganz so tragisch, wenn er das löschen würde im Prinzip. Aber ich sag mal so, wir haben eine Zeit, wir können es ja machen. So, jetzt kommt die Gärreste schon rauf und wenn das fertig ist, dann werden wir Dings aufschmeißen, ne? Den Dünger nochmal. Dann haben wir fertig. Hätten wir aus dem Anfang gleich Gärreste nehmen können. Hätte. Aber da könnte man überlegen, kommt vielleicht ja mit zwei Fahrzeugen oder mit LKW Überführung und dann abholen von da. Das wäre eine Option. So, jetzt ist ja auch hier.
Haben wir dann auch einen Traktor? Wenn wir einen von der Sämaschine nehmen, ne? Gut, den fahren wir kurz mit zur Prüfung. Weil die Reichweite ist ja ein bisschen begrenzt, sagen wir so. Wenn ich einen Fendt genommen hätte, wäre besser gewesen. Oder kaufen wir noch einen Traktor fürs Mähen. Dann haben wir noch einen dritten, brauchen wir sowieso. Hatten wir nicht noch einen schönen Mod, der schon schön metallic war? Ja, hier, da. Hauptfarbe. Designerfarbe. Hauptmetall. Felgenfarbe. Machen wir alles rot. Auch was Schönes. Trelleborg. Mieters. Und Gras, wen geht es? Design. Was ist da anders? Ach da. Ja, gut, wie. Kaufen wir mal. Haben ja noch ein bisschen was. Wir könnten noch die BGH beliefern, ne? Aber na. So fährt er ganz gut. Wie gesagt, der Fendt wäre besser gewesen, der Fendt wäre schneller, ne? Das ist natürlich eine andere Geschwindigkeit. Aber der kostet auch ein bisschen mehr. Was wir noch gucken müssen, ist hier, ob eingestellt ist Gärreste. Denn das war nichts mit einer Gülle nehmen. So, liebe Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ja, dann sehen wir uns wieder zur Nachmittagsfolge. Ciao.